Willkommen im Techstream zum Thema Gemeinsam statt einsam, wie Sie C-Players mit No-Code und Low-Code in Ihre bestehende Anwendungslandschaft integrieren können. Mein Name ist Robert Siebeck und ich werde heute gemeinsam mit Patrick Böhm zu diesem Thema sprechen. Worum geht's? Naja, heute hat eigentlich jedes Unternehmen eine Vielzahl von Software-Systemen im Einsatz. Hier sehen wir ein paar Beispiele. Jira, SAP, Tableau, natürlich C-Plays und oft auch noch jede Menge von Eigenentwicklungen aller Art. Wozu führt es nun, wenn diese Systeme unverbunden im Unternehmen existieren? Naja, dann gibt es keine Datendurchsichtigkeit, die Datenqualität leidet, es gibt Prozessbrüche, Reibungsverluste und die redundante Datenhaltung führt dazu, dass man Daten oft zwischen den Systemen manuell übertragen muss. Und das ist natürlich fehleranfällig und führt, wenn es nicht geschieht, zu veralteten Daten in verschiedenen Systemen. Was kann man dagegen machen? Naja, ganz einfach. Man verbindet die Systeme und lässt sie miteinander sprechen. Die Preisfrage ist bloß wie. C-Plays bietet hier verschiedene Möglichkeiten an, sich nahtlos in die bestehende Systemlandschaft zu integrieren und somit den Datenaustausch zu ermöglichen, was letztendlich zu verbesserter Datenqualität führt. Weil man keine doppelten Daten oder veralteten Daten mehr hat und Reibungsverluste reduziert werden, man hat natürlich auch geringere Aufwände, wenn die Daten eben nicht mehr zwischen den Systemen manuell übertragen werden müssen. Und außerdem ermöglicht man so letztendlich systemübergreifende Prozesse. Naja, also was bietet C-Plays da jetzt für Technologien? Dazu müssen wir erstmal unterscheiden, was man hier überhaupt mit C-Plays verbinden möchte und in welche Richtung. Wir haben ja eine Matrix gebaut. In den Zeilen sieht man, von wo man verbinden möchte, in Spalten hingegen wohin. Schauen wir mal links oben, von C-Plays zu C-Plays. Dazu gibt es die CCX-Technologie. Die wurde bereits letztes Jahr auf dem C-Plays Day vorgestellt, von daher gehen wir jetzt nicht genauer darauf ein. Rechts oben sehen wir von C-Plays zu Drittsystemen und dazu gibt es das Generic Interface. Das Generic Interface wird im Folgenden von Patrick Böhm vorgestellt. Das heißt, dazu werden wir mehr hören. Links unten haben wir die Verbindungen von Drittsystemen zu C-Plays über die Low-Code SOAP API und das werde ich im Folgenden auch noch genauer vorstellen. Und ganz rechts unten, da haben wir die Verbindung von Drittsystemen zu Drittsystemen, aber aus naheliegenden Gründen interessiert uns das jetzt heute erstmal nicht weiter. Damit übergebe ich an den Patrick zum Thema Generic Interface, der das jetzt genauer vorstellen würde. Bitte schön, Patrick. Danke, Robert. Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Patrick Böhm, ich bin Consultant bei Quinscape und ich werde Ihnen die Möglichkeit des Generic Interfaces heute kurz erläutern. Schauen wir uns zunächst mal an, welche Daten, Formate und Schnittstellen vom Generic Interface unterstützt werden. Mit dem Generic Interface können Sie sowohl Attribute, Versionshistorie-Einträge von Pages, als auch Abhängigkeiten zwischen Schedule-Elements aus Zeitplänen importieren und exportieren. Sowohl die Importe als auch die Exporte können sich dabei verschiedener Formate bedienen, wie beispielsweise Excel, CSV, XML oder auch JSON. Und gesteuert wird dies jeweils über HTTP-Requests. Einer der interessantesten Aspekte ist hierbei aber, dass sich mit dem Generic Interface komplett ohne Code leistungsstarke Schnittstellen konfigurieren lassen. Damit bietet das Tool eine enorme Flexibilität. Jeder Aspekt eines jeden Interfaces ist vollständig konfigurierbar. Die Konfiguration geschieht dabei transparent über die C-Plays Web-Oberfläche. Das heißt folglich auch, dass Sie für die Konfiguration, den Einsatz und die Wartung Ihrer Interfaces in Zukunft keinen Backend-Zugang mehr benötigen, denn beispielsweise auch Warnungen und Fehler werden Ihnen direkt in der Web-Oberfläche aufgelistet. Schauen wir uns einmal gemeinsam ein Beispiel einer solchen Konfiguration an. Wie Sie sehen, lassen sich alle Aspekte, wie beispielsweise der Interface-Typ inklusive Dateiformat, der automatische Zeitplan mit der Information, wann das Interface zuletzt gelaufen ist oder auch das Mapping der C-Plays-Attribute auf Ihre Quell- bzw. Zieldatenfelder zentral in der Oberfläche ablesen und einstellen. Im Detail können Sie per Konfiguration alle Parameter eines jeden Interfaces festlegen.
Beispielsweise können Sie bezüglich der Ausführung von Interfaces bestimmen, ob das Interface manuell durch ein in jedem Layout platzierbares Button-Widget getriggert wird, wahlweise sogar inklusive direktem Datei-Upload durch den Nutzer, das Interface automatisch durch einen Cron-Schedule gesteuert läuft oder Sie Eltern-Kind-Datenstrukturen exportieren oder importieren möchten und damit verschiedene Interfaces sich automatisch hierarchisch ausführen. Auch die Auswahl der Daten für ein Export-Interface lassen sich transparent und präzise mithilfe der bekannten C++-Suchkonfiguration bestimmen. Und, wie Sie eben bereits gesehen haben, können Sie natürlich auch das Mapping der C++-Attribute auf die Felder Ihres angebundenen Drittsystems konfigurieren. Hier lassen sich auch pro Attribut Conversions einbinden, um beispielsweise unterschiedliche Date-Locales ineinander umzuwandeln. Betrachten wir nun ein paar der möglichen Use Cases. Ein naheliegendes Beispiel sind sicherlich simple Dateiimporte. Aber auch eine Kombination von Datei-Ex und Import ist möglich, um zum Beispiel Data-Cleansing-Dashboards aufzubauen, in denen der User vordefinierte Datenmengen herunterladen, extern bereinigen und im Dashboard wieder hochladen kann. Ein weiterer Use Case sind Exporte von Daten via HTTP an ein oder mehrere Drittsysteme, um damit Ihr C++-System zum Beispiel an ein Data Visualization Tool wie Tableau anzublinden. Aber auch der Import von Daten aus Drittsystemen via HTTP ist selbstverständlich möglich, um Ihre C++-Projektdaten beispielsweise mit Ampelfarben aus einem weiteren System anzureichern. Und natürlich sind auch Use Cases wie ein individuell konfigurierbarer Excel-Export einfach zu realisieren. Natürlich bietet das Generic Interface aber auch abseits der von mir genannten Beispiele viele weitere Möglichkeiten. Stellen Sie uns dazu gerne Ihre Fragen direkt in unserem Live-Chat. Und damit zurück zu dir, Robert. Ja, vielen Dank, Patrick. Weiter geht's jetzt mit der Low-Code SOAP API zur Erinnerung. Hierbei geht es um Verbindungen von Drittsystemen zu C++. Das heißt, C++ bietet eine API an, die von Drittsystemen angesprochen werden kann. Schauen wir uns mal den Namen genau an. Low-Code SOAP API, drei Teile. API steht, wie gesagt, dafür, dass C++ eine API bereitstellt, die von Drittsystemen angesprochen werden kann. SOAP steht für Simple Object Access Protocol. Das ist ein standardisiertes, weit verbreitetes Protokoll im Internet, um eben Kommunikation zwischen verschiedenen Software-Systemen zu ermöglichen. Und Low-Code steht eben dafür, dass diese Schnittstelle, diese SOAP-Schnittstelle in C++ über Low-Code konfiguriert werden kann. Low-Code kennen Sie vielleicht bereits. Das ist eine Programmiersprache, die auf JavaScript beruht, also dem JavaScript sehr ähnlich ist, und die kann durch Anwender in C++, können damit Programme geschrieben werden, die eben dann ohne Deployment oder Release direkt in C++ ausgeführt werden können. Und mit diesen Low-Code-Skripten kann man Lese- und Schreiboperationen auf im Prinzip alle Daten, die in C++ hinterlegt sind, ermöglichen. Das Ganze geschieht über sogenannte Endpunkte. Das heißt, man hat einen SOAP-Endpunkt und hinter diesem SOAP-Endpunkt wird eine Softwarefunktion gestellt, die in Low-Code implementiert ist, die dann die gewünschte Logik ausführen kann. Wie sieht sowas aus? Man muss natürlich erstmal so einen Endpunkt erstellen. Hier sehen wir einen Screenshot, wie sowas aussehen kann in C++. Und da muss man eigentlich gar nicht viel einstellen. Das sind nur drei Komponenten. Fangen wir oben einmal an. Das ist der eindeutige Name. Das ist einfach nur ein Name, der den Endpunkt eindeutig identifiziert, weil man da potenziell mehrere hat, die man unterscheiden möchte. Als zweites sieht man den ausführenden Benutzer. Dabei handelt es sich eigentlich nur um den Benutzer, in dessen Kontext dieses Skript dann später ausgeführt wird. Kann man jetzt zum Beispiel einen Administrator einstellen, dann hätte das Skript quasi auf alle Daten in C++ Lese- und Schreibrechte. Man kann aber auch einfach einen ganz normalen Benutzer mit eingeschränkten Rechten einstellen, dann kann das Skript auch nur das lesen und schreiben, was dieser Benutzer eben in C++ sehen würde und bearbeiten könnte. Und das Dritte, das eigentlich Wichtige von dem Ganzen, das ist das Low-Code-Skript. Da wird im Prinzip die Logik für diese Schnittstelle hinterlegt. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen, wie sowas aussehen kann. Letztendlich ist das recht einfach aufgebaut wie eine Funktion in der Softwareentwicklung. Das heißt, die bekommt Eingabeparameter
und die gibt irgendwann ein Result, also Ausgabe, ein Ergebnis zurück. Diese Eingabeparameter, das können verschiedene Werte sein. Die werden eben von diesem Low-Code-Skript eingelesen. Dann wird damit irgendwas gemacht, zum Beispiel diese Werte in den C++ geschrieben, bearbeitet, gelesen. Und am Ende wird nochmal das Ergebnis zurückgegeben und das wird dann per SOAP wieder an den Aufrufer zurückgegeben. Schauen wir uns doch dieses Beispielskript mal an. Was macht das hier überhaupt? Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Es geht einfach darum, wir haben hier Softwareprojekte in C++ hinterlegt und wir möchten das Due Date, also das Fälligkeitsdatum dieses Projektes bearbeiten und dann den aktuellen Projektstatus zurückzugeben. Und in den Parameters sind deswegen zwei Parameter übergeben. Einmal die Project-ID, also die Projekt-ID, um eindeutig zu wissen, welches Projekt betrifft es überhaupt. Und einmal das Due Date, also das Fälligkeitsdatum, also einfach das Datum, das ich da bearbeiten möchte. Und dann ist das Skript eigentlich recht einfach. Ich baue mir eine Suche auf, suche nach Elementen vom Typ Projekt, gebe als Filter eben meine Projekt-ID an, damit ich nur Projekte finde, die auch diese ID haben und sage dann find all pages, also finde mir alle Projekte mit dieser Projekt-ID. Dann bekomme ich ein Ergebnis zurück und iteriere über dieses Ergebnis. Und immer wenn ich ein Ergebnis finde, bearbeite ich diese Seite mit dem Projekt und setze das Due Date, also das Fälligkeitsdatum, auf das, was ich in den Parameter mitgeliefert bekommen habe. Und sobald ich das gemacht habe, läuft im Hintergrund ein Change Listener und aktualisiert den Projektstatus, also ob ich jetzt noch im Zeitrahmen bin oder nicht. Und dementsprechend bekomme ich auch ein Ergebnis in dem Status des Projektes und füge diesen Status dann in mein Result-Objekt, also mein Ergebnisobjekt zurück, was ich dann am Schluss zurückgebe. Was würde jetzt passieren? Also mein Drittsystem würde diese Methode aufrufen, die Parameter, also die Projekt-ID und das Datum mitgeben. Das würde hier in C++ das Datum aktualisieren, den aktuellen Status abrufen und das Ganze dem aufrufenden System in der Form des Result-Objekts zurückgeben. Soweit, so gut. Damit hätten wir schon den ersten Use Case umgesetzt. Mehr braucht es gar nicht. Das Ganze, sobald ich das eingebe, ist das in C++ für das Drittsystem erreichbar und aufrufbar. Das heißt, der Use Case ist damit schon umgesetzt. Wir hoffen, dass wir Ihnen hier ein paar interessante Einblicke in die Integration von C++ mit Drittsystemen geben konnten. Wenn Sie natürlich noch Fragen haben, stehen wir gerne jetzt anschließend im Chat verfügbar oder auch später per E-Mail. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.